Ja. Die lieben halt den eiskalten Boden. So, dann können wir hier oben das nämlich zum Krankenzimmer machen und sagen, du schläfst, bis du vollständig geheilt bist. Halt, wart mal. Wir haben doch. So. Der kriegt jetzt mal den guten Stoff reingedrückt. Für sowas haben wir nämlich schließlich auf Lager. Dass uns die Leute hier nicht wegsterben. Ja, wir haben den ersten Baumwoll. Die erste Baumwolle.
Danke, danke, Gina. Gina, ich habe Ihnen mal was geschrieben. Per Discord. Ach Gottchen, der Typ hat auch Malaria? Dass der sie aber uns immer noch nicht anschließen will, gell? Aber 33% Malaria-Immunität und 38. Hat er doch. Er hat einen Hocker und einen Tisch. Ich habe ihm extra einen guten Marmortisch reingestellt. Den hatten wir vorher hier oben bei uns im Pausenraum stehen. Ja, mecker nicht rum, weil wir deinen Schlaf ein bisschen stören. Wir behandeln dich ja nicht. Mal gucken, wie lange brauchten die Pflanze Erntetage. Wachstumsdauer 3. Also 6 Tage. Na, dann könnte es eng werden mit nochmal. Wobei, im Herbst können wir auch noch ernten. August wird. Wir.
Euer Lieben, ich bin kurz mal weg, gleich wieder da. Ich lasse das mal kurz weiterlaufen. Ich bin nur 2 Meter neben dran. Sollte etwas sein, ich sehe im Chat, die Arschung schreiben, die Arschung, mach was.
Doch, da bin ich wieder. Nahrungsmittelvergiftung wegen unfähiger Koch. Okay. Aber Rote zum Possum ist doch gar kein unfähiger Koch. Er hat Kochen auf 5. Wieso ist er bitte ein unfähiger Koch? Ich tippe eher, es liegt daran, dass gerade keiner reinigt. Ja, unsere Putzfrau liegt ja krank im Bett. Elefant, tu doch mal bitte reinigen. Dann kann auch grüner Elefant mal die Behandlung übernehmen. Behandelt den mal. Oder wobei, nee, lieber nicht. Da warten wir jetzt noch ab, bis das Kochen durch ist. Bevor du die gute Medizin verbrauchst. Lebensmittelvergiftung. Ach, Leute. Wie lange muss ich die denn bitte behandeln? Zuweisung. Ernährung, Plan auswählen. Üppig. Fleisch weg. Ja, passt.
Oh. Nächsten Tag gibt's bloß ein rohes Essen. Wie sieht es eigentlich mit eurer Wolle aus? Wieso bist du eigentlich auf den Beinen, du? Ab ins Bett mit dir wieder. Ich freue mich zwar, wenn du umherlaufen kannst, aber das macht die Malaria nicht besser. Ich glaube, sagt. Ich brate in die ganze Medizin, also, oh ja, mir geht's ja schon gut, ich laufe jetzt mal hier rum, ja. Und nachher stürzen wir mit 1% Unterschied. Alter. Es ist nicht dein Ernst. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt sag mir nicht, die Muitik bricht weg. Dann hätte ich hier jetzt gerade voll den Ausraster bekommen und den Mann gequittet. Ich kann mir nicht den ganzen Körper abnehmen. Wärst du in einem Körper, da könnt ihr den Körperteil amputieren, aber der hat den ganzen Körper Malaria. Alter. Aber wir sind ja wenigstens jetzt bei 83%. Pfleg den mal. Nicht, dass der uns noch abnippelt.
Den haben wir jetzt auch schon so viel reingesteckt. Ja, noch 2%. 2% und er kann wieder aufstehen. Ein Prozent noch. Genau, erstmal in die Kelle, in die Zelle kotzen. In die Kelle kotzen, genau. Kotz mal bitte in die Kelle.
Ein Gefangener der Fraktion Liga der... Er ist 89 Jahre alt. Es wäre zwar schön, einen neuen Kolonisten zu haben, aber 89 Jahre klingt mir ein bisschen gefährlich. Oder meint ihr nicht? Also ich weiß nicht, wie lange der dann noch überlebt. Schade, ich dachte, das Muffalo greift vielleicht den wilden Mann an. Komm ruhig ran, Junge. Bist du schwer verletzt? Eine Prellung am Bein.
Der Doktor kommt schon. Ich finde, es ist gut gelaufen mit dem Muffalo. Nur eine leichte Prellung. Es hätte schlimmer sein können. Aber ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, beim nächsten Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.